Hallo und herzlich willkommen zurück zu meiner kleinen Spritztour durch die Karten. Jetzt gehen wir mal in den Hiroshi Raceway und immer auf Standard. Wir fliegen bei diesem Format einfach drüber, gucken uns die Karten allgemein an, weil es gibt demnächst ein neues Update. Vielleicht sogar mit Multiplayer. Glaube ich nicht, nein. Und ja, da werden einige Karten neu gemacht, schicker gemacht. Zum Beispiel der Automation Test Track hatte ich in der ersten Folge. Derby Arenas wird auch neu gemacht, auch in der ersten Folge. Und Ostküste USA in der zweiten Folge. Heute nehmen wir uns Hiroshi Raceway, Industriegebiet und Italien vor. So, das hier wird, glaube ich, auch nicht so eine große Karte sein, in die Richtung Wald. Eine Teststrecke. Eine Bühne. Ja, gut. Und hier hinten geht nicht weiter. Hier ist eine Absperrung. Genau. Hier ist halt eine Rennstrecke. Wahrscheinlich auch wieder originalgetreu. Achso, ich dachte, da wäre Wasser. Sah jetzt so aus von hier. Hier geht es ja auch nochmal lang Richtung einer größeren Rennstrecke. Also das hier ist eine Rennstrecke, die Karte. Ich glaube, mehr ist das sogar nicht. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Nö. Ich dachte, hier hinten lang wäre nochmal was anderes. Die Karte habe ich persönlich jetzt auch noch nicht so gespielt. Nö. Ja, gut. Das war eine verdammt schnelle Karte. Muss ich tatsächlich mal kurz gucken? Nö, das war's tatsächlich schon. Ja, viel zu sagen habe ich zu der Karte auch nicht. Das wird wahrscheinlich die originale, echte Strecke auch in Wirklichkeit sein. Aber sicher sein kann ich mir da leider nicht, weil ich die Strecke halt nicht kenne. Nürburgring, das würde mir schon was sagen, aber nicht Hiroshima. Nee, wie hieß das? Hiroshi. Ja. Hier gibt es noch mal etwas, wo er gar nicht reinkommt. Ja, ich finde die Auflösung und die Grafik von diesem Spiel echt der Wahnsinn. Von diesem Spiel. Beam NG Drive. Finde ich geil. Also lohnenswert, dieses Spiel zu kaufen, auf jeden Fall. Wer nicht weiß, um was es bei diesem Spiel geht, es ist eigentlich eher eine. Hier zercrasht man Autos. Normalerweise. Ups. Aber hier kann man noch viel mehr machen. Auch Rennfahren, normal. Oder Gelände fahren. Oder mit einem LKW fahren. Ich wollte eigentlich von jeder Karte so eine Stunde Roadtour machen, aber ich habe das schon einmal ausprobiert und es ist doch ein bisschen zu krass. Okay. Hier gibt es eine kleine Rennstrecke, eine Rallye vielleicht auch nicht unbedingt, aber ja, kann man vielleicht schon sagen, Rallye-Strecke hier hinten ist dann mit mit Sand. Hier geht es dann nochmal richtig runter, steil bergab, das sieht man so gar nicht, dafür muss ich einfach runtergehen. Hier. Geht dann nochmal steil berghoch, beziehungsweise steil bergunter. Ja. Abseits diesen Tracks gibt es hier nochmal eine Rennstrecke oder sieht, finde ich persönlich, eher aus wie eine Go-Kart-Strecke. Nur ein bisschen, ja, doch an sich wirklich wie eine Go-Kart-Strecke. Ja. Go-Karts gibt es hier leider nicht. Vielleicht ja bald. Ja, hier hinten gibt es ja nochmal so ein kleines, warum auch immer, Industriegebiet. Vielleicht mögen die Industriegebiete die Macher des Spiels. Gibt es nämlich bei vielen Spielen. Bei vielen Karten sowas. Aber ich denke mal, das ist hier auch so eher so Driften. Das Geilste ist hier lang. 120 km/h, wenn ich mich jetzt nicht irre. Hier drüber ballern, dann kommt man hier gut wieder auf und dann ist man halt auf der Seite. Ja.
Ich soll immer schön Wasser. Mit Wellen. Ganz viel Wasser. Mit Wellen. Ja. Hier hinten ist leider gar nichts. Ich hoffe, dass die Karte auch geupgradet wird, upgedatet wird, sag ich mal. Würde mich freuen. Also hier sieht man nochmal die Karte im Ganzen. So krass viel ist hier auch nicht. Und die letzte Sache ist meine mit Lieblingsstrecke. Zwar hier startet man, fährt hier schön. Hier darfst du auch nicht zu schnell fahren. Empfehlungsauto, muss ich immer wieder sagen, ist, wenn man draußen fährt auf der Straße, dieses Auto, das Police RS Auto, finde ich, fährt sich am schönsten und am leichtesten mit noch dazu. Und für Gelände einfach der Marauder. Der ist wirklich geil. Also der ist wirklich. Der ist toll. Der geht auch nicht so schnell kaputt. Hier nochmal eine Schlammpassage mit der Matsch und der Wasser. Dann geht es hier nochmal so komplett lang. Und dann ist man wieder am Ziel. Eigentlich muss man wirklich auch. Zu schnell sollte man nicht fahren. Aber es macht schon echt Spaß. Ja. Schade. Karte Nummer 2 ist es auch schon wieder fertig. Aber jetzt kommt, glaube ich, nochmal eine große Karte. Und zwar Italien, wenn ich mich gerade nicht irre. Richtig. Immer Standard nehme ich. Ja, also die Karte ist schon ziemlich groß. Kenne ich auch noch nicht so ganz, weil. Jetzt nicht, weil sie mir zu groß ist, sondern eher. Ja, wie soll ich sagen? Und wie ich gerade sehe, ich glaube, das Spiel hat sie aufgehangen. Ah, okay. Oh Gott. Gut. Ja. Das ist jetzt Italien, die Karte. Erkennbar an dieser Tankstelle. Ach doch, Tanksäulen sind da. Ich wollte gerade sagen, weil da keine Tanksäulen sind. Ja. Wie gesagt, die Karte kenne ich jetzt nicht sonderlich gut. Vor allem, weil sie so groß ist. Wir fliegen mal zur Burg. Die kenne ich. Dauert ein bisschen. Damals kam man nicht rein. Oh, doch, man kommt jetzt rein. Wo ich die gespielt habe, war hier noch zu. Ach, guck mal an. Ich komme hier sogar hoch. So, ich kann es nicht oft genug sagen, aber lieber Macher des Spiels, falls er das sehen sollte, Multiplayer. Hier ist eine Rampe, wo man nicht hinkommt. Ja. Ja. Naja. Wo man ins kühle Nass springen kann. Ja. Container, Hamburg. Hier, ja gut, das ist Rally. Ja, hier kann man schön. Oder driften. Rally jetzt auch nicht. Das ist eher driften. Ja. Das finde ich. Finde ich cool gemacht. Gut, wer sich traut, kann hier natürlich driften. Und wer es kann. Also bei dem Spiel driften kann ich irgendwie gar nicht. Ah, doch, hier bin ich tatsächlich schon mal runtergeballert. Genau. Ich kriege mal auch richtig Speed drauf. Ey, war die schon immer so lang? Mir war so, als ob die damals bis hier irgendwie ging. Bis hier so. Dass die gar nicht so lang war. Falls ihr Schuhe kaufen wollt, ist gerade Finual 25% Bueno. Ja. Hier ist dann halt nochmal eine Stadt. Eine kleine Plakate, finde ich mal cool. Das ist der T-Note 5. Note? Das ist doch hier. Das ist doch hier Samsung. Ich will jetzt hier keine falsche Werbung machen oder so. Aber Note? Kam jetzt nicht sogar das ganze Neue raus? Wein. Hier kannst du Wein kaufen. Oh, ist ausverkauft, alles leer. Richtig krass braune Mülltonne. Krass. Ja.
Gut. Kann ich jetzt leider nur so ein bisschen oberflächlich zeigen. Ich weiß es nicht, ob es hier irgendwo noch was gibt. Ah, haben sie scheinbar irgendwie erstellt. Dann ein paar Mal hingestellt. Hier genauso sinnlos. Aber, naja. Also hier ist halt eine Stadt mit Baustellen, kennt man ja in Deutschland auch sehr gut. Hier ist nochmal eine Tankstelle. Ach krass, guck mal, hier sind Boote. Wackeln die? Nice. Das ist cool. Viele Boote. Hallo. Cool. Wie gesagt, hier war ich noch nicht so. Weiß auch nicht. Leider gibt es, glaube ich, keine Easter Eggs hier. Leider. Guck hier so richtig mit dem Dreck und so dran. Krass. Bin immer wieder begeistert von diesem Spiel irgendwie. So, was ich mache, ist genau hier so lang fahren. Dann auch immer recht fix und schnell. Irgendwo bin ich hier schon mal richtig toll abgekommen. Ich glaube, das war sogar hier. Bei der Kurve, ich bin hier richtig schnell gefahren und dann bin ich hier runter. Ja, müsste hier gewesen sein. Hier bin ich auch schon mal lang gefahren. Man kommt hier irgendwo, ups. Ja doch, man kommt hier durch. Natürlich mit dem Marauder. Müsste hier, oh, das weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube aber ja. Also auf der Insel war ich auch schon. Gut, man kommt hier auch normal rüber hier. Ja, weil jetzt keine Insel. Ja, hier gibt es auch nochmal eine Autobahn mit schönem Tunnel. Ziehen auch noch mal rum. Ah, hier ist auch noch mal eine Stadt. Gar nicht mal so nur kleiner. Das hier kenne ich auch nicht. Oh. Okay. Das Boot ist unter der Erde. Wackelt auch. Kann aber auch nicht weg. Da oben? Naja, mit der Maus geht das nicht. Da oben sieht man auch eine Straße. So gesehen, genau. Bildschirm oben da. Ist auch ganz cool. Baustelle. Natürlich. Darf nicht fehlen. Ah, hier. Ja, stimmt doch. Hier bin ich auch schon. Hier fahre ich auch sehr gerne lang. So hier über die Autobahn, hier so durch die Stadt durch. Dann hier hinten gleich gegen die Wand. Hier ist ein Startpunkt. Übrigens. Hier rast ich dann immer so lang, hier komplett. Ah, schön. Hier ist auch nochmal ein Haus. Ein einzelnes. Habe ich mir so noch nie angeguckt, die Häuser. Ich meine, ist das auch nicht so wichtig. Hier ist auch nochmal eine kleine Insel. Fahrt mal hier drüber mit einem schnellen Auto. Boah, Junge. Oder hier. Hier ist eine Plantage. Nochmal eine ganz kleine Stadt, Dorf. Okay. Man hat das aus der Klimaanlage. Oh Gott, es ging zu schnell. Da. Also, das haben die schon richtig schön gemacht. In die Richtung ist nur noch Straße, Straße, Straße. Alles Straße. Hier ist nochmal ein Parkplatz. Naja, für den Strand. Ich meine, kein scheiß Kiesstrand. Die Karte ist sehr groß. Man jetzt hier so guckt, zwischen ganzen Bergen und dem Wasser. Hier diese allgemein dieser schöne Bucht hier. Da hinten so eine kleine, so ein Dorf, so eine Stadt, so eine kleine, ist geil. Oh, ich feiere das immer so toll, so dolle. Keiner da. Hier war ich auch noch nie. Nee, hier war ich noch nie. Guck, hier ist ein ganz kleines Boot. Ach, süß. Die ganzen Details. Ups, ups, das war zu schnell.
Die ganzen Details und so. Ich glaube nicht, dass sowas in Wirklichkeit gibt, oder? Wenn ja, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Wüsste ich jetzt tatsächlich nicht. Achso, glänzt immer so. Ja. Hier ist Tankstelle. Okay. Hier ist ein Parkplatz. Das stört mich schon ein bisschen, weil die haben so viel Liebe hier reingesteckt irgendwie und so. Ich meine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also sind hier bestimmt mehr wie 8 Autos, die hier normalerweise parken würden. Schade. Die geben sich schon so krass viel Mühe. Dann so Kleinigkeiten. Ey, mein Gott, das ist jetzt nicht wichtig oder so. Aber hätte man doch nochmal besser machen können. Nein, aber ansonsten. Ach, guck mal, hier sind auch nochmal 4. Da habe ich ja nichts gesagt, ne? Gut. Fahren, fliegen wir mal weiter. Hier ist auch nochmal. Ach, schöner Strand. Schön groß. Ist hier oben die Straße? Ach, nice. Ist auch nochmal ein Haus. Ganz, ganz, ganz viel Strand. Achso. Hier kann man Picknick machen. Oh, sogar mit Mülleimer. Zwei? Oh. Mehr in manchen Raststätten. In Deutschland. So, hier ist dann noch eine Stadt. Ey, das ist riesengroß. Und hier hinten, ach, wir sind aber gleich rum. Hier ist dann nochmal ein Flugfeld. Darf nicht fehlen. Ah, hier gibt es auch ein paar mehr Parkplätze, aber immer noch zu wenig. Ja, hier ist nochmal eine kleine Stadt. Hier ist nochmal ein Kreisel. Hier ist nochmal eine Tankstelle. Hier ist der Check-in. Der Terminal. Ach, cool. Hier haben, ja, hier sind viele Parkplätze. Das ist doch schön. Hier kommt man nicht rein, ne? Nee. Oh, Flughafen. Hä? Ganz ehrlich, ich bin ja vor kurzem erst geflogen. Nach Dings das erste Mal auch, dass ich überhaupt am Flughafen war. Sowas habe ich dann nie gesehen. Gut. Da oben ist noch eine Burg. Kommt man da mit einem Auto hin oder ist das nur so? Ach, guck mal. Quatsch. Krass. Oh, hier ist eine große. Hoppla. Keine weiteren Fragen. Ist eine Riesenstadt. Kommen wir hier rein in die Burg mit dem Auto? Ja, hier war ich auch noch nie. Oh. Eine Eule. Vielleicht in Italien momentan wirklich so viel gebaut, dass sie das jetzt hier auch so übertreiben müssen. Es ist hier ein Dach drauf. Auf einer Burg. Oh, Elektrotanksäulen. Krass. Grüne Mülltonne. Wackelt nicht. Ja. Schick, schick. Wie gesagt, in dieser Stadt hier oben war ich noch nie. Ich kenne die gar nicht. Und habe die von unten auch noch nie gesehen. So. Das wird mal die längste Folge werden. Oho. So, was gibt es hier noch? Gibt es mal eine krasse Strecke? Ach, da oben ist noch was. Oh, hier ist ein Staudamm. Oh, das ist eine schöne Aussicht von hier. Ach, stell dir mal vor, ihr fahrt hier und der bricht.
Gut, ihr seid sofort weg, aber alter Schwede. So schön tief. Schön, schön. Ah. Ah, doch, guck mal, hier kommt man tatsächlich hin zum Sendeturm. Und zwar. Hä? Da. Da lang, dann hier hoch. War ich auch noch nie, obwohl ich sowas ja eigentlich mag, so ein Offroad. Aber hier kann man doch richtig krass runterfahren. Hier kommt man auch lang. Gut, das ist ein bisschen zu. Naja, nimmt sich wahrscheinlich nichts auf, wenn man jetzt bis hier hinten fährt. Ah, die ist schön, die Stadt. Oder die Karte, die ist richtig schön. Oh, hier ist noch eine große Stadt. Nicht, ja, haben wir nicht gestartet? Oh, hier ist ein riesen Bogen. Hä? Hier ist kein Fluss? Ah, hier sollte bestimmt mal ein Fluss sein. Na, Macher des Spiels. Let's go. Ja, hier ist sonst halt nochmal eine Stadt. Ich bin leicht erkältet immer noch, ja. Ich glaube, die hatten wir sogar schon. Oh Gott. Was ist das hier? Düsenantrieb von einer Rakete. Nee, hier haben wir irgendwo gestartet. Müsste. Nee, hier ist die Autobahn. Oh Gott, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Hier oben ist noch eine Plantage. Die Karte ist so gigantisch. Oh, hier ist noch eine. Oh Gott. Also, es tut mir jetzt schon mal leid, falls ich irgendwas vergessen haben sollte. Aber die Karte spiele ich wirklich zu selten, um die groß zu zeigen. Ich hoffe, den allergrößten Teil habe ich euch gezeigt. Ah, hier ist Wasser. Oh. Naja. Da müsst ihr auch noch mal ran. Das ist cool. Eigentlich würde ich das auf der anderen Seite eher so machen. Genau wie hier. Nee, hier geht's, hier geht's. Hier mit einer schönen Brücke. Oh, hier ist Dolle. Ah, hier ist sogar mit Ton. Oh, hier ist ein Wasserfall. Ich mag Wasserfälle. Ist auch noch mal, hier ist auch noch mal eine große Brücke. Ah, wohin geht der? Der wird hier immer kleiner, kleiner. Und dann ist Ende. Ah, hier wäre auch Ende. Ja. Also ich muss sagen, ich finde die Karte hier auch sehr schön. Ich würde auch schon fast sagen, richtig groß. Dass ich die mal häufiger spielen werde. Weil die hat noch einiges, was ich nicht kenne. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich, gebt doch noch rum, schreibt in den Kommentar, wie euch das Video gefallen hat. Tschüss.